Ein Handheld, eine Konsole, ein PC. Das Asus ROG Ally klingt wie ein wahr gewordener Fiebertraum und soll Geräte wie das Steam Deck oder die Nintendo Switch bei Performance und Flexibilität weit in den Schatten stellen. Aber was ist das hier wirklich und ist es tatsächlich so gut, wie es klingt? Wir haben uns den mächtigsten Handheld der Welt mal genauer angeguckt. Das Zeitalter der Handhelds schien mit dem Aufkommen der Smartphones eigentlich vorbei zu sein. Doch mit seinem Steam Deck hat Valve gezeigt, dass der Markt durchaus noch Potenzial für ein mobiles Gerät zum Zocken hat. Das Steam Deck war ziemlich offensichtlich auch das Vorbild für dieses neue Produkt, das Asus ROG Ally. Und das hier ist, ohne Umschweife, die stärkste und flexibelste Handheld-Konsole, die es je gab. Aber Moment, ist Konsole hier überhaupt der richtige Ausdruck? Die Wahrheit ist, dass das ROG Ally einerseits ein Handheld ist, aber andererseits auch ein PC. Und zwar ein richtiger PC mit einem kompletten Windows 11 Betriebssystem. Das Ding ist der wahr gewordene Traum von allen, die in den letzten Jahren PC-Handhelds von GPD oder Aya bei Kickstarter und Co. finanziert haben. Oder? Schauen wir uns mal an, was Asus hier mit dem ROG Ally zusammengeklöppelt hat. Vorbild war, wie man unschwer erkennen kann, das Steam Deck oder auch die Nintendo Switch. Wobei man sagen könnte, dass die... Egal. Kern des ROG Ally ist ein 7 Zoll großes IPS-Display mit 1080p Auflösung, einer maximalen Helligkeit von 500 Nits und einer Bildwiederholungsrate von 120 Hertz. Der Screen hat außerdem eine schnelle Reaktionszeit und unterstützt AMD FreeSync. Kurz gesagt, ein richtig gutes Display. Leider kein OLED-Panel wie bei der Switch OLED, aber dafür in nahezu allen anderen Kategorien überlegen. Drumherum habt ihr ein ziemlich wertiges Kunststoffgehäuse mit den fast schon obligatorischen Bedienelementen, wie ihr sie von so ziemlich allen modernen Gaming-Controllern kennt. Das Button-Layout ist dabei ähnlich wie beim typischen Xbox-Controller. Aber wie liegt diese Konsole jetzt in der Hand? Wie erkläre ich das am schnellsten, einfachsten? So ein bisschen wie eine Mischung auch aus Switch und Steam Deck. Wie erkläre ich das am besten? Macht mal die Kamera auf mich. Und zwar, wenn ihr hier euch diesen Handballen anschaut, dann ist der relativ dünn. Er ist nicht so dick wie bei dem Steam Deck, der so richtig an Controller erinnert, aber auch nicht so ultra dünn wie bei der Switch, die sich dann doch schon echt ungut in der Hand anfühlt. Stattdessen liegt das jetzt so wie ein Tablet plus kleinen, dünnen Controller-Enden in der Hand. Und ich glaube, das ist die beste Erklärung, die ich euch bieten kann. Im Zweifel geht halt wirklich einfach in den Store und guckt euch das Ding an, nehmt es in die Hand, testet das aus, weil das lohnt sich. Was im Vergleich zum Steam Deck fehlt, sind die beiden Touchpads. Und das kann für Spiele aus einigen Genres durchaus ein Problem darstellen, zum Beispiel bei Strategiespielen. Die können zwar auch auf dem ROG Ally gespielt werden, klar, aber das geht dann am besten mit Bluetooth, Maus und Tastatur. Viel interessanter als das Äußere ist beim ROG Ally aber das, was drinsteckt. Herzstück des Handhelds ist nämlich der neue Prozessor AMD Ryzen Z1 Extreme mit 8 Kernen und 16 Threads. Der basiert auf der Zen 4 Architektur, die ihr aktuell auch im Desktop-Segment bekommt und ist damit schon 2 Generationen weiter als zum Beispiel die Chips im PS5, Xbox Series X oder auch dem Steam Deck. Der maximale Stromverbrauch liegt bei 30 Watt, wobei der Prozessor diese Leistung nur zieht, wenn das ROG Ally an eine Stromquelle angestöpselt ist. Im Akkubetrieb ist bei maximal 25 Watt Schluss. Das ist ganz ähnlich wie auch bei der Nintendo Switch, die im Dock-Modus auch mit einer höheren Leistung läuft als im Handheld-Modus. Ihr könnt das ROG Ally aber auch ganz bewusst auf einem niedrigen Energielevel mit 10, 15 oder 20 Watt betreiben. Dann müsst ihr in einigen Spielen natürlich Abstriche bei Auflösung, Framerate oder Details machen, verlängert dafür aber die Akkulaufzeit und zwar erheblich. Während ihr mit 25 Watt nur 1 bis 2 Stunden zocken könnt, ungefähr, sind bei 10 Watt auch mal 3 bis 4 Stunden. Welcher Power-Modus sich für welches Spiel am besten eignet, das müsst ihr aber selbst herausfinden.
Der Ryzen Z1 Extreme ist aber nicht nur ein schnöder Prozessor, sondern bringt auch eine interne Grafikeinheit mit. Und die hat's in sich. Die basiert auf der RDNA-3-Architektur, wie auch die aktuellen Desktop-GPUs von AMD und besitzt eine Grafikleistung von 8,2 Teraflops. Rund viermal so viel wie das Steam Deck und ungefähr 20 mal so viel wie die Nintendo Switch. Klar, warum auch nicht? Und das ist nur ungefähr ein Viertel weniger als die PS5 und deutlich mehr als die Konsolen der letzten Generation. In der Praxis ist das aber schwer zu vergleichen, weil ihr bei stationären Konsolen kein krasses Powerlimit habt, wie hier. Die Zahlen sollen lediglich als Einordnung dienen. Wie krass die Hardware ist, die Asus hier in diesem kompakten Gerät verbaut, das müssen wir dann selber nochmal testen. Ihr habt hier zusätzlich 16 GB DDR5 RAM und eine 512 GB NVMe SSD. Und wir wollen hier jetzt noch gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Tatsache ist, dass die Technik hier drin zum Teil wirklich State of the Art ist. Eingangs hatte ich es schon erwähnt, das ROG Ally ist ein Windows-PC. Und zwar nicht irgendeine abgespeckte Version davon, sondern ein richtiger Computer mit einem vollwertigen Windows 11 drauf. Ihr könnt hier also alles installieren, was auch sonst unter Windows 11 laufen würde. Also Steam, Microsoft Game Pass, Epic Launcher, Battle.net, GOG, den Ubisoft Launcher, EA, bla bla bla. Und das heißt, ihr könnt hier theoretisch erstmal alles drauf spielen, was eben auch auf einem PC gespielt werden kann. Das, was ihr gerade seht, ist Cyberpunk 2077 und das, naja, es läuft. Beim Zocken wird das ROG Ally übrigens weder sonderlich laut noch sonderlich warm. Der Grund ist, dass hier einfach ein gutes und effizientes Kühlsystem verbaut ist. Hier profitiert Asus massiv von der Expertise, die sie sich innerhalb der letzten Jahre im Laptop-Bereich aufgebaut haben. Und auch der Sound von dem Teil kann sich sehen, beziehungsweise kann sich hören lassen. Ihr bekommt hier einen satten, überraschend räumlichen Klang aus diesem flachen Gerät heraus, bei dem viele Gaming-Laptops nicht mithalten können. Der große Vorteil des ROG Ally, nämlich, dass das hier auch ein vollwertiges Windows ist, kann auch ein Nachteil sein. Denn, große Überraschung, Windows 11 ist schlecht optimiert auf 7 Zoll Touchscreens. Ihr könnt das komplette System über diesen Screen steuern, ja. Aber viele Bedienelemente von Windows sind auf solche Displaygrößen im Moment nicht angepasst. Also dieses kleine X mit dem Fingerdrücken ist halt Blödsinn. Und das weiß auch Asus. Und deshalb haben sie hier mit ihrer Armory Crate einen eigenen Launcher gebastelt, über den ihr eure Spiele mit einem angepassten Interface starten und verwalten könnt. Wo haben sie diese Idee nur her? Das ist jetzt noch keine optimale Lösung und sie ersetzt auch nicht die Optimierung von Windows selbst. Aber es macht das ganze Handling des ROG Ally als Gaming-Handheld doch ein gutes Stück bequemer. Und jetzt reiten wir mal noch ein bisschen auf Windows 11 herum. Ihr könnt das ROG Ally, wenn ihr wollt, auch ganz normal als PC nutzen. Denn, ich sage es gerne nochmal, das ist ein PC. Stellt das Ding hin, schließt einen Monitor an, koppelt am besten noch Maus und Tastatur dazu und ab dafür. Für die allermeisten Menschen da draußen würde das Ding hier als Alltags-PC für zu Hause auch absolut ausreichen. Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Premiere, ihr könnt eigentlich alles darauf machen. Wo es ein bisschen schwierig wird, ist Peripherie. Denn ihr habt an dem Ding selbst nicht so viele Anschlüsse, zum Beispiel für externe Festplatten und Co. Aber Asus verkauft separat noch ein Dock, mit dem ihr die externen Anschlüsse erweitern könnt, um mehrere USB-Ports, HDMI und Strom bekommt ihr darüber auch noch. Haben wir leider gerade hier das Teil, hätte ich euch gerne gezeigt. Asus, wir schreiben da nochmal. Was es am ROG Ally aber gibt, ist dieser proprietäre Anschluss hier. Darüber könnt ihr ein externes Grafikdock anschließen, das ROG XG Mobile. Und da stecken dann teilweise eine Radeon oder GeForce Grafikkarte bis hin zur aktuellen RTX 4090 Mobile. Damit macht ihr aus dem Ding einen vollwertigen Gaming-Rechner.
Leider kostet das Ganze einen erheblichen Aufpreis, je nach Grafikkarte so zwischen 1000 und 2500 Euro. Wir könnten wirklich noch viel mehr zum ROG Ally sagen und einzelne Funktionen viel detaillierter testen. Für den Anfang soll es jetzt aber erstmal reichen. Die zentrale Frage ist, ist das ASUS ROG Ally ein guter Deal? Solltet ihr das Teil kaufen? Und die Antwort lautet ganz klar, kommt drauf an. 799 Euro kostet das ROG Ally in dieser Ausführung und eine andere mit abgespeckter Prozessor- und Grafikleistung soll für 699 Euro im dritten Quartal folgen. Warum auch immer. Das ist viel Geld und viel mehr als irgendein anderer Handheld kostet. Und wenn ihr die Hände hebt und sagt, um Gottes Willen, das würde ich niemals für sowas ausgeben, verständlich. Wir finden aber, dass der Preis grundsätzlich gar nicht so schlecht ist. Wenn ihr Nintendo, PlayStation oder auch Steam zum Vergleich nehmt, dann bieten die ihre aktuelle Hardware natürlich günstiger an, aber sie verdienen mit der Hardware selbst auch kein Geld oder legen teilweise sogar noch Geld obendrauf. Die verdienen Geld mit Spielen, für die sie Lizenz- oder Transaktionsgebühren verlangen. So ein Geschäftsmodell hat ASUS nicht. Die müssen mit der Hardware Geld verdienen. Und die Hardware ist insgesamt wirklich gut. Teilweise sogar deutlich moderner als das, was in PS5 und Co. steckt. Klar, die sind ja auch ein paar Jahre älter. Und das ist eben auch keine Konsole, sondern, und ich sag's jetzt ein allerletztes Mal in diesem Video, ein echter PC, mit dem ihr theoretisch noch viel mehr machen könnt als nur zocken. Aber was haltet ihr denn vom ASUS ROG Ally? Und ist das ein Gerät, das euch reizt? Habt ihr darauf gewartet? Und noch viel wichtiger, wollt ihr mehr Videos dazu sehen? Was interessiert euch daran? Schreibt's uns, wir lesen das auf jeden Fall und lasst uns auch gerne noch ein Like und ein Abo da, damit ihr in Zukunft auch nichts mehr, vor allem vom ROG Ally, verpassen könnt.